Yo, was geht ab? Mein Name ist JDoppelZD und willkommen zu unserer allerersten Trainingsfolge hier zusammen mit Toby Nation. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Und ihr habt es ja schon im gestrigen Video erfahren, dass wir zusammen Team werden. Und jetzt spielen wir gerade eine 64er-Runde Survival Games. Oh Gott, ich habe gar nichts bekommen. Ich habe auch gar nichts. Ich weiß vor allen Dingen nicht mal, wo du bist. Wo bist du denn? Ich bin rausgelaufen. Alles klar. Aber ich glaube, wir sind nicht nebeneinander gespawnt, ne? Oder ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung. Also die sind alle schon equipped ohne Ende. 64er ist halt überheftig. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas mal richtig gespielt habe. Aber ich denke, es kommt Varro am nächsten. Jetzt ist komplett überfordert. Ich sehe dich! Ja! Ja! Ja, okay. Hallo. Weißt du, wo lang am besten? Lass mal ein bisschen nach außen rennen. Hier sind auf jeden Fall noch relativ viele Kisten. Okay. Was ich übrigens letzte Folge vergessen habe zu sagen... Ich pack dir mal eine Axt rein. Wir sind halt quasi mehr oder weniger gezwungen... Was, du packst eine Axt rein? Ja, aber warte. Ich hab noch eine sonst. Ah, ich hab eine, ja, ich hab schon. Gezwungen mit diesem Texture-Pack hier zu spielen, mit diesem Ressourcen-Pack. Ah ja, stimmt. Deswegen seht ihr auch bei mir zumindest gerade, dass ich mit einem anderen Texture-Pack spiele als sonst, weil wir nämlich das benutzen sollen, damit wir halt alle einheitlich ein Texture-Pack benutzen. So sieht das hier halt gerade aus. Hinter uns ist schon einer. Warte, ich probiere ihn runterzuhauen. Der hat nämlich relativ guten Stuff. Oh! Jawoll, da gönnt er sich richtig. Der hat schon richtig der Tobi. Aber ich glaube, und die betteln sich da auch. Lass mal probieren, ob wir abschrauben. Ich habe halt nur noch 3 Herzen, ne? Das ist ja auch nicht so geil. Dann bleibst du weiter hinten. Okay. Ich habe noch nie eine Runde 64er Survival Games auf meinem Kanal übrigens gebracht an der Stelle. Aha. Also das ist das erste Mal. Boah, guck mal, die sind voll equipped, oder? Mhm. Aber die dürften eigentlich noch low sein, weil die gerade gekämpft haben. Obwohl, dann lass mal einfach weggehen. Okay, dann lass uns da, keine Ahnung, wohin, da oben zu diesem komischen Schloss da? Ja, ich glaube, da dürften eigentlich relativ viele Kisten sein. Okay. Aber ich weiß eigentlich nie, wo Kisten sind. Wenn ich spiele, dann probiere ich immer einfach so viele Leute, wie es geht, zu killen. Ja, ganz normal. Ist bei mir halt auch so, ne? Hauptsache, so viele Menschen wie möglich killen. Ah, hast du dir bei Varro auch gedacht, ne? Ja, das mache ich immer so. Das ist halt einfach so mein Lifestyle. Ach, du bist hinter mir. Ich dachte gerade schon, wer ist denn wieder da hinter mir? Wir sind im selben Team. Ja. So einen Helm habe ich jetzt auch noch, boah, ich bin so heftig equipped hier mit meiner Holzaxt auf jeden Fall. Ich muss mich nämlich erstmal überhaupt daran gewöhnen, hier mit diesem neuen Ressourcenpack umzugehen. Ich werde wahrscheinlich Eisen oder so nicht von Cobblestone unterscheiden hier können. Hier ist irgendwo einer, da unten drin. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Okay. Siehst du den Namen unten? Ja, ich habe den gerade gesehen, irgendwo da unten. Hm. Wie kommen wir denn überhaupt in dieses Haus rein, in dieses komische Gebilde? Das haben mich gerade auch gefragt, ich war hier noch nie auf der Map. Okay. Ja, Tobi, wie machen wir das dann bei Varro? Hast du einen Plan? Du musst das dann sagen, du bist ja der Seeker, ich bin ja nur der, der sich dann versteckt, wenn es schlimm wird. Okay, hier kommt man nicht rein. Wie meinst du jetzt? Angreifen oder nicht angreifen oder so? Ich weiß oder? Nicht, wie gehen wir denn am Anfang vor bei Varro? Wie machen wir das? Also, wir machen auf jeden Fall die Taktik, das wird aber eigentlich jeder machen, so schnell wie es geht. Denke ich mal, ein Schwert machen. Aber sollen wir dann wirklich in der ersten Folge schon alle töten direkt? Das wäre langweilig, oder? Alle schaffen wir, glaube ich, nicht. Meinst du nicht? Obwohl wir bestimmt, ne? Ach, guck mal, hier unten, ich glaube, hier unten kann man rein. Bist du bei mir? Bist du da? Das hast du so lieb gesagt. Bist du bei mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, ne, dann ist das hier ein anderes Team. Oh, oh. Warte, komm mal, wo bist du? Ja, ich weiß auch nicht, du bist irgendwie ganz woanders hingelatscht. Glaub ich. Ja, komm mal mit. Ja. Warte mal, ein bisschen Happa machen. Happa? Happa. Okay. Weil hier unten ist ein Team. Mann, ich bin total kacke equipped mit meiner komischen Holzaxt. ich hab nicht mal einen Brustpanzer, aber ich hab ein Eisenschwert. Willst du meinen Brustpanzer haben? Nee. Oh nein, hier, der guckt gerade nicht. Schnell von hinten abstauben. Boah. Oder teamen die? Ne, die teamen nicht. Gönn dir, du brennst! Nein, der hat ein Steinschwert. Okay, nice. Warte, ich geb dir das Steinschwert eben. Okay. Der Kollege versteckt sich hier. Der hat mich nicht getroffen, der ist da mit dem Bogen drin. Aber das war eklig. Ich heide mich. Ich sieke ihn. Okay. Jawohl! Ich brenne! Hilfe! Aua! Stell mich jetzt? Nee, oder? Nee. Ich hoffe nicht. Das ist jetzt wie bei mir bei Varro das letzte Mal. Okay, boah, hier ist ja noch übertrieben viel Zeug. Alter Falter. Ja, warte, ich kann dir das noch. Diamantspitzhacke habe ich. Das noch geben. Ich habe 2 Dias und Sticks. Wir können ein Diaschwert machen sonst. Boah, ich muss mich erstmal hier komplett an diese ganzen, ich habe auch Sticks auf jeden Fall. Ich muss mich erstmal an diese ganzen Sachen gewöhnen, das sieht alles so richtig anders aus. Mhm. Bogen und so. Ja, ich find das Texture-Pack eigentlich richtig schön. Ich find's eigentlich auch ganz cool, aber man muss sich halt einfach dran gewöhnen, ne? So. Ja, klar. Okay, wir sind jetzt schon richtig krasse Zerstörer. Da ist einer. Ich bin auch nicht wieder voll.
Oh, ich hasse Feuerzeug, richtig. Kartoffeln isst man gar nicht, oder? Da, er haut ab, er haut ab. Jetzt hat er gesehen, dass wir zu zweit sind, jetzt macht er sich eh vom Unter. Oha! Einmal mit dem Bogen getroffen, direkt. Oha! Das gibt keinen mehr. Wir müssen uns verstecken, Tobi, wir müssen uns verstecken. Okay. Ich habe auch überhaupt kein Aim mehr, ey. Du ballerst mit dem Bogen. Mhm. Ich komm hinterher. Und ich versteck mich. Oh Gott, er hat eine viel bessere. Nice. Er ist tot. Nice. Ich grad sagen, er ist tot, was? Ich hab ihn gekillt. Wie ist das denn passiert? Okay. Du kommst okay, Tobi, wir sind die krassesten, okay? Warte, ich hab einen Dia-Axe. Ich hab Eisen. Wie kann man denn craften? Wo ist denn Crafting Table? In der Mitte. Ist eine Dia-Axe besser als ein. Ja, stimmt. Eine Dia-Axe ist besser als ein. Ist so gut wie ein Eisenschwert. Okay, okay. Okay, dann brauche ich ja eh nicht craften. Ich hab mein ganzes Inventar ist voll mit Schmuck. Ja, bei mir auch. Aber es leben gar nicht mehr so viele 8 Leute noch. Ja, das ist ganz normal, Tobi. Wenn wir zusammen teamen, das ist der absolute Wahnsinn. Genauso wird es in Wahrheit bestimmt auch sein. Ja, natürlich. Pfeile sind nicht schlecht eigentlich. Ich hätte ja sogar selber, ich habe 6 Kompasse. Kompasen. Was ist die Messer von Kompass? 2 Kompass wahrscheinlich, ne? Ja, ein Kompass, ich denke schon. Kompass, okay. Kompasse. Ich hätte auch. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch noch einen Bogen. Wo sind die Boys? Kommt man hier rüber? Komm her, komm her. Mensch, muss ich ja beibringen, wie man läuft in Minecraft? Ja, das gibt's ja wohl nicht. Wir können ja auch nochmal Jump and Run spielen. Mhm. Auch ein sehr cooler PvP-Aspekt bei Jump and Run, glaube ich. Hey, wo sind die denn alle? Ich habe doch einen Kompass, warum laufe ich nicht nach dem Kompass? Doch eigentlich total dumm. Ach nee, du wirst mir immer angezeigt auf dem Kompass. Aber warte, wir können doch uns so gegenseitig. Referuck wird nicht mehr angezeigt, okay. Was? Wie geht das? Du musst mich rechtsklicken. Ah, hier ist einer. Okay. Was macht er? Weglaufen. Siegst du ihn? Dann werde ich mich einfach heilen, okay? Okay. Das wird jetzt immer so ein wahnsinniger Running Gag. Oh, Bogen. Oh, Angel. Ich habe ihn getötet! Ja. Als ob! Danke! Super Hilfe! Als ob! Tobi verhilft mir zu Superkräften. Ja. Hast du eine vernünftige Hose hier irgendwo? Soll ich eigentlich Kette oder Gold anziehen? Das frage ich mich jedes Kette. Mal. Kette ist viel besser. Viel besser. Pass mal auf das. Ja, also schon ein bisschen. Okay. Ich glaube, die sind auch im Team hier. Lass mal gucken. Ich sehe überhaupt gar keinen. Oh Gott, ja, es ist ein Team. Oh Gott, was machen wir jetzt? Rein. Ich kill die wieder, okay? Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist die Erschwert, glaube ich. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Boah, was war das denn, eine heftige TNT-Explosion? Ich glaub's ja nicht. Au! Tut mir so weh. Tobi, tun die auch weh? Oh shit, Alter! Komm, ist irgendwie TNT krasser geworden? TNT ist relativ krass, ja. Komm mit hier rein sonst, wo bist du? Ich kann ja nicht ein Dia-Schwert eben machen. Okay. So. Ja, die kommen, oder? Warte, nimm du hier mein Eisen. Ah ne, du hast eine Dia-Axe, okay. Die sollen sich mal splitten ein bisschen. Hab ich meine Pfeile eigentlich weggeworfen? Ich hab keine Ahnung. Meinst du, die splitten machen die eh nicht, oder? Dann werden die doch dumm, oder nicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hab leider keine Pfeile mehr. Hast ja gerade gesehen, dass ich der absolute Bogenexperte bin. Ich hab auch keine mehr. Ich hab auch gar kein TNT. Ich hab ein TNT. Go. Und dann drauf? Ja, lass mal probieren. Okay. Okay, jetzt der letzte noch. Okay, ich bin jawohl! Tot. Hast du ihn? Sehr jawohl! Schön. Aber ich sterbe jetzt nicht, oder? Bitte lass mich nicht sterben, bitte lass mich nicht sterben. Oh Gott. Hast du noch Heiltränke oder so? Ja, nee, alles gut, alles gut. Okay, du sortier schnell. Nimm dir das verzauberte Dia-Schwert, das ist am wichtigsten. Was soll ich nehmen? Nein, nicht da. Das verzauberte Dia-Schwert. Ja, ich hab's. Das verzauberte. Du hast das normale. Ah, da, okay. Okay, ich hab's. Dann brauchst du noch Eisenrüstung. Ist das ein verzaubertes? Angriffsschaden 6,25, ist das gut? Ja. Nein, das ist nicht das Verzauberte, aber. Das ist nicht das Verzauberte. Nee, aber ist egal. Aber das ist auch verzaubert, was ich habe. Echt? Ja, aber das ist, glaube ich, kein Dia-Schwert. Hey, wo ist das denn? Wo ist das denn, Tobi? Hilf mir! Hier, ja, du siehst mich nicht. Ach, da! Da! Bist du tot? Ja, ich bin tot. Ach, du bist gestorben! Ja! Nein! Tobi, nein! Das habe ich extra gemacht, das ist deine Aufnahme. Okay. Das Pass auf, Deathmatch geht jetzt los, ne? Ja, hab ich Pfeile? Nee, ne? Ich hab noch nicht mal Pfeile. Bist du voll? Ich bin richtig voll am Start.
Okay. Eher ein Goldapfel. Nein, ich bin überhaupt nicht voll. Sehr gut. Er hat nur ein Holzschwert. Echt? Ja. Was ist denn mit ihm? Guck mal, wie ich ihn zerstöre jetzt. Ja! Oh. Jetzt pass mal auf, ich zerstöre ihn! Ich zerstöre sein Lava. Leben! Ja! Sehr gut. Ja, Lava! GG! Boah, jetzt kann ich wie so ein Schmied mein Schwert irgendwie noch verformen. Das möchte ich zu einem riesigen Hide-and-Seek-Hashtag machen, denn das, Leute, ist ja unser wunderbarer Hashtag für die Runde. So. Hey, das hat ja voll gut geklappt. Das war unsere allererste Runde, die wir zusammen aufgenommen haben. Team Survival Games 64. Ich würde sagen, uns kann nichts mehr passieren, oder? Wir zerstören alles in Varo 3. Eben. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr trainieren. Leute, das war's eigentlich. Ich glaube, es kommt dann morgen gar keine Folge von Tobi, oder? Ah doch, mach mal noch eine Folge. Leute, macht euch den Kopf. Ne? Jeden Tag kommen auf jeden Fall Folgen jetzt in dieser Richtung halt ein bisschen PvP trainieren. Die nächste Folge kommt morgen beim Tobi, unten in der Beschreibung, ganz oben verlinkt. Immer schön fleißig abonnieren und dann bekommt ihr täglich wunderbaren PvP-Stuff von uns beiden vom Hashtag Hide and Seek, Leute. Und dann geht's am 18., glaube ich, steht's hier, ne? Am 18. geht's dann los. Mit Varo 3, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall den Tobi unten. Verlinkt, wie gesagt. Take this easy. Nehmt das Leben zu ernst. Bis dann und tschüss. Bis dann. Tschüss.